Kennst du schon den belgischen Schäferhund? Heute zeigen wir dir alle Fakten und verraten dir alles Besondere über diese Rasse. Wenn du Bewegung und die frische Luft liebst, ist der belgische Schäferhund der ideale Begleiter für dich. Charakter und Merkmale. Der belgische Schäferhund wird in 4 Varianten gezüchtet, die sich hinsichtlich ihres Fells stark voneinander unterscheiden. In Bezug auf ihre weiteren herausstechenden Merkmale wie Körperbau und Charakter sind sie jedoch ähnlich. Der Malinois ist dabei der bekannteste und am weitesten verbreitete Vertreter der Rasse. Der Liegenois kommt am seltensten vor. Beide sind kurzhaarige Hunde mit hellbraunem Fell. Das Fell des Liegenois ist jedoch rau. Der Gröndal und der Tervuren haben ein Langhaarfell. Der Gröndal besitzt typischerweise ein schwarzes Fell mit dichter Unterwolle. Der Tervuren ähnelt in der Farbgebung eher dem Malinois. Sein Fell nimmt Farbschattierungen von hell über mittel- und dunkelbraun an. Nach dem FCI-Standard dürfen diese 4 Varianten übrigens nicht miteinander gekreuzt werden. Ausnahmen können von nationalen Zuchtverbänden aber bewilligt werden. Alle 4 haben die elegante Körperhaltung gemeinsam. Sie tragen ihren Kopf in einem Winkel von fast 90 Grad vom Hals zur Rückenlinie, was ihnen ein stolzes Aussehen verleiht. Anders als der deutsche Schäferhund hat der Belgier dank seines geraden Rückens auch keine Hüftprobleme zu befürchten. Von der Seite betrachtet wirkt er eher quadratisch, während der deutsche Schäferhund einen rechteckigen Körperbau besitzt. Eine extreme Wendigkeit und ein hohes Springvermögen zeichnen den belgischen Schäferhund aus. Es ist übrigens kein Zufall, dass sich der belgische Schäferhund und der holländische Herdshound so ähnlich sehen. Die beiden Rassen stammen aus der gleichen Gegend. Als Belgien und die Niederlande voneinander unabhängig wurden, hat man auch die Hunderassen getrennt. Das Video zu dem holländischen Herdshound findest du oben rechts in der Infobox verlinkt. Der belgische Schäferhund weist die klassischen Charaktermerkmale eines Hütehundes auf. Er ist temperamentvoll, braucht viel Bewegung und will körperlich und geistig gefordert werden. Deshalb wird er gerne als Polizei oder Schutzhund eingesetzt. Gleichzeitig weist er einen starken Beschützerinstinkt auf und ist sehr geduldig. In einer kleinen Stadtwohnung wirst du dem Bewegungsdrang des belgischen Schäferhundes daher nicht gerecht werden können. Dieser Hund fühlt sich auf einem großen Grundstück mit Garten, was er beschützen kann, am wohlsten. Er ist prädestiniert für Dog Agility und ein ambitionierter Joggingpartner. Die Erziehung des belgischen Schäferhundes ist dank seiner hohen Lernbereitschaft vergleichsweise einfach. Sie erfordert aber viel Geduld, denn erst mit etwa 3 Jahren ist dieser Hund mental erwachsen. Daher braucht er eine liebevolle, aber konsequente Ausbildung. Für einen Hundeanfänger eignet er sich also nicht. Übrigens, der belgische Schäferhund wird in manchen Ländern als sogenannter Listenhund geführt. Darüber solltest du dich also unbedingt im Vorfeld informieren, wenn du darüber nachdenkst, dir einen solchen Hund zu kaufen. Die richtige Ernährung. Welches Futter das richtige ist, hängt beim belgischen Schäferhund maßgeblich davon ab, wie er lebt. Ein Arbeitshund hat andere Ansprüche als ein reiner Familienhund. Allgemein gilt aber, dass die Ernährung ausgewogen sein muss. 70-80% des Futters sollte aus Fleisch bestehen. Frisches Obst und Gemüse in Maßen stellt die Nährstoffversorgung sicher. Zucker und Getreide hingegen gehören nicht auf den Speiseplan des belgischen Schäferhundes. Auch Tischabfälle und Gewürze sind tabu. Belgische Schäferhunde gehören zu den großwüchsigen Hunden. Daher muss besonders in der Wachstumsphase die Energiezufuhr an den Bedarf des Welpen angepasst werden. Die Pflege. Auch bei der Pflege ist es entscheidend, für welche Variante des belgischen Schäferhundes du dich entscheidest. Die langhaarigen Vertreter der Rasse benötigen eine deutlich aufwendigere Fellpflege als die beiden kurzhaarigen. Aber selbst Gröndal und Tervuren sind im Vergleich mit anderen Langhaarrassen pflegeleicht. Ihr Fell neigt nicht zum Verfilzen. Dennoch sollte der Hund alle 1-2 Tage gründlich gebürstet werden. Bei den kurzhaarigen Malinois und Liegenois reicht es, sie einmal pro Woche zu bürsten. Passendes Zubehör. Der belgische Schäferhund liebt Beschäftigung. Er freut sich über Spielzeuge wie Bälle und Zerrseile, mit denen er seinen ausgeprägten Drang nach Bewegung ausleben kann. Da er auch gerne schwimmt, solltest du auch wasserfestes Spielzubehör zur Hand haben. Aber auch Intelligenzspielzeuge sind für den arbeitsfreudigen Schäferhund ein toller Zeitvertreib. Bei diesen Spielen muss der Hund kleine Rätsel lösen, um an seine Leckerlis zu kommen. Je nachdem, welches Fell dein Belgier hat, solltest du eine oder 2 Hundebürsten im Haus haben.
Ein großes Hundebett gehört genau wie Näpfe für Futter und Wasser zur Grundausstattung eines jeden Hundehalters. Und natürlich braucht dein Hund ein Halsband, eine Leine und gegebenenfalls ein gut sitzendes Hundegeschirr. Herkunft und Geschichte. Wie der Name schon sagt, kommt der belgische Schäferhund aus Belgien. Auch die Namen der vier Typen lehnen sich an ihren jeweiligen Herkunftsort an. Die Hunde wurden etwa ab dem 15. Jahrhundert als Arbeitshunde von Schäfern und Bauern eingesetzt. Man betrachtete sie aber noch nicht als eigene Rasse. Erst 1891 wurde der Club de Chers de Berger Belge, Club für belgische Schäferhunde, gegründet. 1892 wurde dann der Standard verfasst. Damals wurde die Rasse nur in Lang-, Kurz- und Rauhaar unterteilt. Dieser erste Entwurf wurde im Laufe der Zeit mehrfach geändert. Und so dauerte es noch weitere 9 Jahre, bis 1901 die ersten belgischen Schäferhunde im Zuchtbuch eingetragen wurden. Heute wird besonders der Malinois häufig als Polizeihund eingesetzt. Man findet die belgischen Schäferhunde aber auch als Drohungsspürhunde oder Blindenhunde. Und auch als Rettungshunde werden sie gerne ausgebildet. Jetzt möchten wir deine Meinung wissen. Hast du selbst einen belgischen Schäferhund oder wie gefällt dir diese Rasse? Schreib es unten in die Kommentare.